Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Wir sind in Biogen Industries und... wir sind hinten dran, Out of Order Bereich. Das sieht so auch so aus, als ob man da... Achso, hier. Hier gibt es wahrscheinlich Digi-Dietriche. Nein. Muss unter... Punkt zum Schnellspeichern. Ah, jetzt kommen wir auch durch diese Bereiche, ne? Zelle eindringen Möglichkeit. Achso, das wäre die andere Möglichkeit gewesen. Ich hoffe, du denkst, du dort sieht sich nicht mehr. Ja, aber das sind nur die Roboter. Ich werde jetzt gesehen. Gut, hier können wir mal zwischenparken. Ah. Deshalb kamen wir auch nicht weiter. Ist das näher? Irgendwie ist das da hinten näher.
müssen also hoch. Verstehe. Ja, der Roboter kann uns entdecken. Auch mal weg. Ja, geht er. Schon mal gut. Bleibst noch da stehen, ne? Alter, fängt er sich auf einmal zu bewegen, ey. Du machst das nur noch schlimmer für dich. Hä? Als ob. Weißt du, ich schleiche neben dem Typ her und der guckt mich an und die von 300 Kilometer Entfernung sieht mich? Alter, das ist so random wieder. Es ist so random einfach. Es ist maximum random einfach. Alter, ist das random. Was für eine random Scheiße. Ach, da ist noch so. Speichern wir zwischendurch. Ah, der scheiß Roboter ist. Dieses Gebiet ist gesperrt. Bitte gehen Sie. Ja, ich muss nochmal laden. Ich hab nicht gesehen, dass da so ein fetter Roboter einfach mal auf der Seite kommt. Sterne des Typs M, B und A haben die wenigsten Planeten. Aha. Sollte es nicht eher Sternsysteme heißen? Ach, egal. Aber hier ist so eine Roboterstation. Kann man die nicht irgendwie hacken oder so? Ach, hier geht's auch weiter. Ach, wait. Natürlich bleibt er jetzt da stehen. Die guckt natürlich in meine Richtung. Unsichtbar.
hast mich nicht gesehen. Erstmal speichern. Oh. Ey, das ist eine geile Mission, ne? Ich liebe solche Missionchen. Warum hat dir das geleuchtet? Okay. Ah, wir sind auf der Management-Ebene. Alles klar. Mach die zu! Ach, dann fick dich doch, Alter. Spiel, ey. Ganz ehrlich. Das wird das härteste Stück sein, an dem vorbeizukommen. Warum auch immer man sich als Sicherheitswache so hinstellen muss. Verstehe ich nicht. Meisterschloss hacken. So würde es passen. So würde es nicht passen. Also das würde nur so passen. Okay. Tun wir das doch mal. So, der kommt am besten ja so rein. Dann bräuchten wir so einen kleinen Pinöpel-Dingsbums. Geht nicht, haben wir nicht. Und noch irgendwas, was nur hier verwendet werden kann? Nein. Der kann nur auf der unteren Ebene verwendet werden. Der steht aber auch schon richtig. Dann bräuchte ich genau dieses Ding, nur in kleiner eigentlich. Und das würde gar nicht richtig hier hinpassen. Das würde so hinpassen. Nee, das ist scheiße. Das sollten wir hier oben benutzen. So, das sollten wir da benutzen. Den haben wir für die untere Ebene. Dann brauchen wir da nämlich noch eins mit da einem Pinöpel. Da, da und da. Also die unteren hier. Kann man den noch irgendwie anders setzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Nee. So wird es auch noch gehen, stimmt. Dann bräuchte ich da einen, da einen, da einen. Das wäre dann so einer. Der würde perfekt passen. So, das heißt, die zweite Ebene kann ich mit den Dingern lösen. Okay. Gut. Das heißt, ich muss die anderen Dinger mit dem hier machen. So, die unterste Ebene, die kann ich lösen mit... Tja, was eigentlich? Mit dem hier, ne? Den Zweier so... Nee. So, und dann brauche ich nur noch einen Pinöpel. So, dann ist der untere Block gelöst. Das ist der zweite Block. Jetzt brauche ich nur den oberen Block. Und dafür kann ich die hier verwenden. Oder die hier. Na, perfekt. So. S. Yuko, genau. Yuko Serrano. Oh, unbekannte Lieferung. S. S. Serrano. Ah, verstehe. Also ist sie unschuldig. Sondern Yuko Serrano hat etwas. Was aber ihr gehört. Und deswegen ist sie abgehauen wahrscheinlich. Sehr schön. Haben wir doch gut gemacht, ne?
Okay, das war doch eigentlich ganz cool. Wo sind wir jetzt eigentlich? Lol, Blitz. Es ist der Alkohol hier. Danke, es gibt sogar eine Belohnungskiste. Also dieses mit den Belohnungskisten finde ich eigentlich... Oh, sorry. Mit den Belohnungskisten finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist Donnerzeug. Crazy. Das ist ein Labyrinth hier. Wo muss ich hin? Ach, hier ist ein Aufzug. Ah, runter. Wow, tolle Ebene. Runter. Ich lasse einfach runter. Wenn ich das gewusst hätte, ne? Alter, wenn ich das gewusst hätte. Ach, die kannst du nur mit dem Schalter öffnen. Okay. Dann hätte man die nicht knacken können, wahrscheinlich. So, hier muss ich lang, glaube ich. Hat der eine abgeranzte Bude am Ende der Welt oder was? Heilige Scheiße. Ich bleibe im Neon. Für jemanden in meiner Branche gibt es nichts Besseres. Oh. Du könntest mir einiges beibringen. Important Dates. Don't forget. Der typische Hacker, wie man ihn aus allen möglichen Klischees kennt. Was der alles hier hat, ne? Ich wette, das ist nicht mal eine offizielle Wohnung, sondern es ist einfach wirklich so ein Wartungsbereich eigentlich. Kümmer dich um die richtigen Leute und sie kümmern sich um dich. Du hast es echt geschafft. Der Ryujin-Wachdienst lässt nach. An Selbstbewusstsein mangelt es dir nicht, oder? Aber ich habe dein Werk im Trade Tower gesehen. Also glaube ich dir sogar. Und jetzt nehme ich bitte das Programm zurück und sehe mir die Daten an. Es ist 9. Wir haben also 5 Stunden. Also wir haben noch 19 Stunden für die Feier. Dann? Das Programm, das ich dir für Olaros Computer gegeben habe, öffnet mir quasi die Hintertür. Ja. Ich sehe einfach alles. Also sehen wir es uns an. Was ist eine Backdoor eingebaut? Olaro hat eine beeindruckende Verschlüsselung, aber ich kann sie natürlich knacken. Umgehe Schutzmaßnahmen, starte Entschlüsselung. Dürfte nicht lange dauern. Scheiße, bin ich gut. Ging schneller als gedacht. Ich speichere für Dalton einige Dateien. Darunter den Zugangsverlauf und alles, was mit dem Dominion-Projekt zu tun hat. Ich baue noch eine neue Entschlüsselung ein, damit nur er sich das ansehen kann. Und fertig, das war's. Ich habe die neu verschlüsselte Slate. Sieht aus, als hätte Ryujin eine spaßige Zeit vor sich. Streng genommen soll ich nicht nachsehen, aber wenn meine Software läuft, sehe ich quasi zwangsläufig, was los ist. Du hast deinen Teil eingehalten. Sagen wir einfach, die Slate zeichnet kein sonderlich gutes Bild von Imogen Salso. Aber denk daran, du arbeitest mit Leuten, die sehr gut darin sind, Informationen zu fingieren und zu fälschen.
weil ich mich in meinem Geschäft auskenne. Aber Beweise allein erzählen. Den Rest müsst ihr. Sei dir nicht so sicher. Imogen ist praktisch in der Firmen- und der Welt groß geworden. Ich würde davon ausgehen, dass sie nichts unbeabsichtigt tut. Hier ist die Slate. War wie immer schön, Geschäfte mit Ryujin zu machen. Okay, verstehe. Gespannt, ist Imogen wirklich die Trader Lady? War schon komisch, dass die Yuki nie wieder da war, ne? Und wir haben die auch noch nie hier gesehen. Ich oder so. Hasse Waren. Nur noch mehr Zeit. Mach hier keinen Ärger. Ich nehme an, du hattest Erfolg. Ich habe gestern keine Meldungen bekommen, also Glückwunsch. Wir kümmern uns darum. So. Was haben wir denn hier? Oh, Eis? Hey, die Daten sind ja... Hey, was ist das? Aber jemand hat von außen auf Ularus Dateien zugegriffen. Ein sehr kompliziertes Tracing. Erstaunlich, dass Nix das alles nachvollziehen konnte. Also war es tatsächlich im Boden. Verdammt. Und da ist die Täterin. Imogen Salzo, Senior Operations Specialist und eine der wenigen, denen ich das zugetraut hätte. Das Motiv kann alles sein. Entweder das, bevor wir schwerwiegende Entscheidungen. Ich will, dass du in ihr Büro gehst und sie herbringst. Ihr ist alles. Das Schwierigste in der Geschäftswelt ist es vielleicht. Ja, ist es. Bankroll-Chefs. Der Deal wäre so wichtig für meine Firma. Die Schuldige. So. Jetzt ist die Frage. Machen wir einen Speicherstand? Ja. Wir machen einen Speicherstand. Auf dem Leeren. So, das heißt, das ist jetzt unser Main. Und ich werde den Schnellspeicherstand überschreiben. So, das heißt, der Schnellspeicherstand kann genutzt werden. Wir haben einmal den Save und ich werde noch ein Save machen. So, jetzt haben wir zwei Saves. Den hier und den hier. Das sind unsere Saves, wo bis alles noch okay war. Dann werden wir jetzt zu dieser scheiß Feier gehen. Ja, ich sag extra scheiß Feier, weil ich habe mir den ganzen Kram schon angetan. Das jetzt nochmal zu machen, nervt einfach nur. So, wo muss ich überhaupt hin? Narion, ne? Ne, Sol. Ne, das war falsch. Das war doch Narion. Ne, Alpha. Centauri wollte ich nicht. Probier jetzt einfach mal die Mission zu machen. Einfach durchskippen. Einfach, ne? Auch bevor die anderen überhaupt was sagen, vorher zu gehen. Vielleicht ist das die beste Möglichkeit. Ich werde es mal testen. Wir haben ja einen safen Spielstand. Bin mal gespannt. So, als erstes redet ja Dingsbums. So, alle sind da. Ich dachte, vielleicht fallen mir ein paar kluge Worte ein.
aber... Ja, ich weiß. Stattdessen werde ich etwas zitieren. Guck, wie das Feuer angetröstet, ne? Das ist ein bisschen spannend. Vor langer Zeit. Ist Gott real? Die eigentliche Frage ist doch, ist Realität göttlich? Das Leben selbst sehnt sich danach, in Rätsel zu werden. Wird Gutsein nicht nur am Guten gemessen? Ist das Leben nicht nur Teilhabe am Sein? Denn so beeindruckend die Vielfalt des Universums auch ist, sie existiert doch nur als Kontrast zu einer Einfachheit von solch Reinheit, dass sie ursprünglich oder gar göttlich scheinen muss. Unser Wesen entspringt der Vorstellung ihres Verstandes. Doch was wir als Vorstellung und Verstand verstehen, übersteigt derart unseren Horizont, dass selbst diese Metaphern kaum mehr sind als der Schaum auf den Wellen einer tosenden See. Es geht noch weiter, aber das waren die Sätze, die mich am meisten ansprechen. Danke. Das war sehr tiefsinnig, Matteo. Vielen Dank. Möchte noch jemand etwas mit uns teilen? Ja, ich. Ich wollte etwas sagen, aber mir fehlen die Worte. Sie waren meine Freunde. Sie war die Beste von uns. Danke. Ja. Wenn noch jemand etwas sagen will. Mit einem Moment der Stille enden. Alle trauern. Ich habe Tod gesehen. Ich weiß nicht. Danke. Ich spreche nicht oft darüber, woran ich glaube. Weißt du, glaube. Wir uns bei mir klappt das. Scheint einfach überflüssig. Die sind immer hart. Und du darfst lange dein... Umhin in sich zu gehen. Sieh, einen Rat kann ich... Menschen eines Tages... theoretisch. Das ist endgültig. Immer gerne. Es gibt keinen Gott im Himmel, der den perfekten... Zu trauern fühlt sich irgendwie... Es ist leichter, sich... Also entschuldige mich. Wir sind noch hier. Ich wünschte. Leider ist das nicht mein. Es schmerzt. Ja, das war ich. Genau wie du, die Einzige. Ja, sie konnte mich. Beziehungen. Das macht je. Ich kannte ihn. Wie er sagt. Wir tragen Verantwortung. Ich hoffe, das ist denn. Gut. Tut mir leid. Walter, bist du Mitglied im Haus der Aufklärung? Das wusste ich nicht. Tja, nun, manches behalte ich lieber für mich. Hi. Hier sind so viele Das ändert nichts. Ich würde am liebsten... Lass mich einfach... Ihr denkt vielleicht nicht ganz... Meinen Informationen nach... Ich bin für die Bestätigung, wenn Sie möchten. Die Anpassung wird... Ich speichere das. Wir werden mangels einer Biosphäre einfach von Raum und Zeit... Oh. Mag sein. Ich fühle mich nur... Mit Sarah... Jetzt ist sie weg. Das ist nicht dasselbe. Ich will das... Ich fasse. Mein... Hey, dann... Ich bin wohl doch... Dass das Universum weitermacht. Ich hab mit allen geredet, das Leben oder? Weitergeht. Dass nicht alles... Sprich mit allen, habe ich doch gemacht. Ach so, Sam. Das ist genau der tröstliche Gedanke, den ich... Wladimir. Ja. Ist es hier... Manche von uns früher als... Tod, dieser Bast... Es gibt... Einer wird... Ich würde dich lieber als... Traurig, wa? Es dehnt sich immer weiter. Pass auf dich auf. Und wer würde nicht Teil der Unendlichkeit sein? Einen Drink? Mal kurz unterhalten. Auf alte Freund. Ei. Ich habe mit allen geredet. Kurz sind wir zusammen hier. Nun, ja. Hast du kurz... Interessante Perspektive. Glaubst du an ein...
Das ist ein tröstlich... Nun... Jetzt bin ich mal gespannt, ob die anderen Quests funktionieren. Sarah Morgan ist jetzt dein aktiver Begleiter. Ja, das ist tatsächlich ein Bug. Weil ich kann jetzt wieder wahrscheinlich nicht mit den anderen Leuten sprechen. Geil. Es ist natürlich alles ganz großartig, aber wir stehen jetzt echt unter Druck. Fasziniere mich. Wir dürfen keine Fehler machen. Ja. Es ist buggy. Das heißt, wir dürfen diese Mission nicht abschließen. Das heißt, die Hauptquest ist verbuggt und damit wird sich der Punktestand dieses Spiels für immer bis zum Ende des Spiels, bis dass wir es abschließen, auf null belaufen. Denn eine Hauptquest darf unter keinen Umständen buggy sein. Niemals. Und das ist jetzt schon das, nicht das erste Mal, ne? Das ist jetzt schon mehrmals passiert. Und das geht einfach nicht. Sorry, da kenne ich keine Gnade. Das Spiel bekommt absolut null Punkte. Fuck you, Starfield. Das heißt, wir werden die Feier auslassen. Komplett. Wir ignorieren es komplett. Wir werden mit keinem reden. Wir werden die einfach auslaufen lassen. Und wenn die Quest danach immer noch buggy ist, also wenn ich danach immer noch keinen Begleiter haben darf, dann wird die Hauptquest gerusht. Also wird nur noch die Hauptquest gemacht. Es wird kein Schiff mehr gebaut. Es wird keine Nebenquest mehr gemacht. Alles läuft sich dann nur noch auf die Hauptstory. Und der Rest ist mir scheißegal. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.